Yo, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zum Vorschauvideo auf den fünften Spieltag auf meinem Channel, falls ihr mich noch nicht kennt. Mein Name ist Overskill Gaming und ja, ich habe im Vorfeld dieser Saison ja 6 Vorschauvideos gemacht, wo ich getippt habe, ja, was ich glaube, wo die einzelnen Vereine am Ende der Saison enden. Und nach 4 Spieltagen, ihr seht deswegen auch die Tabelle, warte, hier ist sie. Da ist die Tabelle im Bild. Ja, habe ich gedacht, teste ich mal, wie viele Clubs ich richtig habe, auch wenn das natürlich noch relativ wenig Aussagekraft hat. Und ein Team hat mich gerettet. TSG Hoffenheim habe ich in meinen Vorschau-Videos auf Platz 8 getippt. Und die sind nach 4 Spieltagen auf Platz 8. Das ist meine einzige Übereinstimmung. Aber ich habe natürlich auch getippt, wie die Clubs am Ende stehen. Falls ihr die Vorschau-Videos noch nicht gesehen habt, lege ich euch die nochmal ans Herz. Hier ist der Link oben in der Ecke zur Playlist. Zieht ihr euch nochmal rein. Ansonsten folgt mir natürlich, subscribed, liked das Video wie immer und kommentiert natürlich auch eure Tipps. Wir haben einen spannenden Spieltag vor uns. Der 5. Spieltag steht bevor, der 1. Spieltag nach der Champions League. Die internationalen Spiele fangen wieder an. Das heißt, ein sehr spannender Spieltag. Und wir starten rein ins Video wie immer. Let's go! Und wir starten in der Freitagspartie mit der Überraschungsmannschaft der Saison für mich persönlich. Der VfB Stuttgart spielt sehr ansehnlich, sehr überzeugend mit der jüngsten Mannschaft in der Liga. Und die haben wirklich um Spieler wie zum Beispiel Gonzalo Castro, der so den älteren Part gibt, eine junge, wilde Truppe zusammengestellt, die wirklich zu überzeugen weiß. An den ersten 4 Spieltagen der VfB Stuttgart auf Platz 5 empfängt jetzt eine Mannschaft, bei der es nicht so läuft. Der erste FC Köln jetzt am 4. Spieltag mit dem ersten Unentschieden, mit dem ersten Punkt, aber wirklich nicht überzeugend. Und daher auch mein Tipp für die Freitagspartie: der Aufwärtstrend oder der positive Start des VfB Stuttgarts geht weiter. 3:1 Heimsieg gegen den ersten FC Köln und es wird interessant zu sehen zu sein, wie der VfB Stuttgart die weitere Saison bestreitet, ob sie diesen tollen Start ummünzen können in vielleicht sogar einen Platz, unter den ersten 9, einen einstelligen Tabellenplatz. Ich bin gespannt, VfB Stuttgart sehr, sehr überzeugend bis jetzt. Unsere nächste Partie trägt den Titel Geld gegen Geld, der Tabellenführer aus Leipzig. Unter der Woche jetzt auch in der Champions League erfolgreich empfängt die alte Dame die Hertha aus Berlin. Und bei der ist es natürlich nicht so gut gelaufen an den ersten 4 Spieltagen. Nach einem Auftaktsieg, danach folgten 3 Niederlagen. Noch dazu hat man schon 10 Gegentore, was die drittmeisten in der Liga sind. Und da sehen wir auch schon, wo das Problem der Hertha aktuell liegt. Selber hat man 8 Tore geschossen, was sehr, sehr überzeugend ist, aber eben diese Gegentore. Auf der anderen Seite kommt natürlich jetzt
mit RB Leipzig mit 10 Toren, die zweitstärkste Offensive der Liga nach dem FC Bayern, der natürlich aber auch sehr von seiner Auftakt, von seinem Auftakt 8:0 gegen Schalke profitiert. Ein Spiel, ja, was viele Tore verspricht. Wie gesagt, Hertha kann den Laden hinten nicht zusammenhalten, hat aber eine starke Offensive. Auf der anderen Seite RB Leipzig unfassbar flexibel, offensiv. Daher mein Tipp, 4:2 Heimsieg für RB Leipzig. Die bleiben weiter Tabellenführer und ja, wird interessant zu sehen, zu sein, ob sie wieder Herbstmeister werden können, wie letztes Jahr. Borussia Mönchengladbach ist nicht so in die Saison gestartet, wie ich das zum Beispiel erwartet habe. Ich glaube, ja, ich habe gedacht, die Mannschaft startet auf jeden Fall besser in die Liga als mit 5 Punkten aus 4 Spielen aktuell auf Platz 11. Jetzt aber eine große Chance natürlich, ja, ein richtungsweisendes Spiel, wie man so schön sagt, in Mainz beim Tabellenletzten, der noch keine Punkte geholt hat, mit 2:12 Toren auch richtig schlecht dasteht. Also große Chance und wichtiges Spiel für Gladbach und ich glaube, sie nutzen die Chance und gewinnen 1:3 in Mainz, die weiter die rote Laterne behalten und die sich irgendwas ausdenken müssen, um nicht ja früh den Anschluss an die anderen Mannschaften zu verlieren. 3:1 Sieg für Gladbach. Da war doch was in der letzten Saison, genau dieser überraschende Sieg von Frankfurt gegen den FC Bayern, der Niko Kovac seinen Job gekostet hat und den FC Bayern ja den neuen Trainer beschert hat, der dann das Triple geholt hat. Also auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich. Eintracht Frankfurt für den FC Bayern München. Jetzt treffen sie wieder aufeinander in München. Ich doppelcheck das nochmal. Ja, genau. In München. Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenvierten. Wir haben also gleichzeitig auch das Topspiel an diesem Spieltag. Aber ich glaube, das wird nicht so richtig ein Topspiel. Ich glaube, Bayern wird überlegen sein und am Ende 3:0 souverän gewinnen, sich vorne natürlich hinter Leipzig festsetzen. Frankfurt allerdings, und das habe ich auch in meiner Vorschau getippt, wird eine gute Saison spielen und ja, FC Bayern einfach qualitativ zu gut für Frankfurt. Unfassbar wichtiges Spiel in Berlin, wo Union Berlin meinen SC Freiburg empfängt. Beide Mannschaften gleich in die Saison gestartet mit 5 Punkten aus 4 Spielen. Ungefähr das, was man erwarten konnte. Vielleicht hätten beide Teams 7 Punkte haben können, aber nach oben war da nicht viel mehr möglich. Deswegen jetzt ein ganz richtungsweisendes Spiel. Der Sieger hat dann 8 Punkte aus 5 Spielen, was für diese Teams ein klasse Start ist. Der Verlierer allerdings 5 Punkte aus 5 Spielen, was eher die Bilanz von der Mannschaft ist, die am Ende der Saison gegen den Abstieg spielt. Mein Tipp in der Partie ist, wird sehr taktisch sein, es wird sich viel im Mittelfeld abspielen und es wird auch auf die Tagesform ankommen, welches der Teams besser an diesem Tag agiert. Beide Mannschaften mit der Chance zu gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen. Union kann zu Hause gegen Freiburg durchaus gewinnen. Freiburg kann auch auswärts in Berlin gewinnen, keine Frage. Ich glaube, die Partie geht 1:1 unentschieden aus. Und beide Mannschaften wirken ja stabil in dieser Saison. Aber ich denke, es wird für beide Mannschaften eine eher schwierige Saison. Samstagabend und wir haben den überragenden Kracher, das Revierderby. Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 und ja, bei beiden Mannschaften kriselt es so auf ihre eigene Weise. Bei Borussia Dortmund ist natürlich mit Platz 3 nach 4 Spieltagen und 9 Punkten schwierig von der Krise zu reden, aber ja, die Auftritte sind nicht so überzeugend, wie man das haben will und auch gestern in der Champions League bei Lazio Rom hat es die erste Niederlage in der diesjährigen Champions League Saison gehagelt. Das heißt, bei Borussia Dortmund könnte man sich das alles definitiv auch besser vorstellen. Andere Probleme hat natürlich der Konkurrent aus dem Revier Schalke 04, der glücklich am letzten Spieltag den ersten Punkt überhaupt geholt hat und der mit 16 Gegentoren nach 4 Spieltagen natürlich die schlechteste Abwehr der Liga insgesamt stellt. Das heißt, ein optimales Feld für Erling Haaland und all diese Offensivspieler von Borussia Dortmund. Die einzige Chance, die ich für Schalke sehe, ist, dass man über den Willen kommt, über die Einstellung, dass es ein Derby ist, dass man versteht, worum es geht.
Ansonsten, glaube ich, wird diese Mannschaft überrollt von Borussia Dortmund. Und deswegen tippe ich auch, ein legendäres Derby wird das. 5:2 mein Tipp für Borussia Dortmund. Die schiere offensive Übermacht von Borussia Dortmund überrollt ja den Willen und den Kampfgeist, den Schalke 04 entgegenzusetzen hat. Erste Sonntagspartie macht irgendwie gar keinen Bock. Es ist der Tabellen 13. VfL Wolfsburg, der die Arminia aus Bielefeld empfängt. Die Tabellen 14. sind. Beide Mannschaften haben auf ihre eigene Art und Weise 4 Punkte geholt. Wolfsburg hat es vorgezogen, 4-mal unentschieden zu spielen an den ersten 4 Spieltagen. Dabei unglaublich nur 2 Tore zu schießen, aber auch nur 2 zu bekommen. Bielefeld hingegen, ja, hat ganz gut überzeugt, hatte auch schon Bayern München in den ersten 4 Spieltagen, muss man auch bedenken. Ansonsten ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Ich glaube, die Partie geht wieder unentschieden aus. Wolfsburg hält seine Serie. Sie spielen 1:1 und Fabian Klos schießt mit 32 Jahren sein erstes Bundesliga-Tor. Abendspiel am Sonntag, Werder Bremen empfängt die TSG Hoffenheim und auch hier haben wir 2 Mannschaften, die in der Tabelle direkt nebeneinander sind. Werder Bremen Tabellen 7. mit 7 Punkten empfängt TSG Hoffenheim mit 6 Punkten auf Tabellenplatz 8. Ich glaube, wird eine sehr, sehr interessante und ausgeglichene Partie. Die Frage ist auch, ist André Kramaric wieder einsatzbereit für Hoffenheim, was ich jetzt persönlich nicht genau weiß. Ich glaube allerdings, Bremen ist zwar da auf Platz 7 mit 7 Punkten, aber wenn man die letzten Spiele gesehen hat, war auch viel Glück dabei. 3 Punkte in Bielefeld oder gegen Bielefeld geholt, relativ glücklich. Und auch ehrlich gesagt am letzten Spieltag, der Punkt bei meinem SC Freiburg, war eher glücklich. Bremen jetzt nicht viel gemacht, außer diesen einen Elfmeter gehabt, den Freiburg da verschuldet hat. Das heißt, Bremen, glaube ich, von der Tabellensituation stärker, als sie eigentlich sind. Auf der anderen Seite Hoffenheim überzeugt eigentlich schon relativ oft, haben 2 Siege, haben 2 Niederlagen und ich glaube, dass sie 2:1 in Bremen gewinnen und damit sich oben weiter festsetzen und ich glaube, Hoffenheim diese Saison mit diesem Kramaric, wenn er nicht in der Winterpause geht, ein Kandidat für Europa. Ja, ihr merkt es, wir haben schon die Sonntagspartien um, aber es fehlt trotzdem noch eine Partie und zwar Leverkusen gegen Augsburg wird Montag ausgetragen. Auch diese Saison haben wir wieder diese unsägliche Montagspartie. Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, was ich davon halte und zwar gar nichts. Was ihr davon haltet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Zur Partie Augsburg natürlich gut in die Saison gestartet auf Platz 6. Leverkusen eher schwer mit 3 Unentschieden, aber jetzt am letzten Spieltag mit einem wichtigen Dreier hat sich weiter vorne festgesetzt und will das natürlich jetzt halten. Leverkusen auch noch eine der Mannschaften, die ungeschlagen ist, also darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, Leverkusen ist natürlich der Favorit. Augsburg gut in die Saison gestartet, aber ich glaube, sie sind qualitativ nicht so gut, dass sie da auf Platz 6 fest bleiben. Deswegen glaube ich, Leverkusen überholt Augsburg an diesem Spieltag mit einem souveränen 2:1 Heimsieg in der unbeliebten Montagabendpartie. Das war's schon wieder mit der Vorschau auf den Spieltag, der 5. Spieltag. Vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für alle, die liken, subscriben und kommentieren. Das war's. Allerdings noch eine Ankündigung. Nächsten Montag kommt was Neues auf meinem Channel. Seid gespannt, subscribe, damit ihr die Videos nicht verpasst. Bis dahin, mein Name ist Overskill Gaming. Ich bin raus. See ya!